Wie bitte? Wie, doch mal. Das ist hier so ein bisschen laut. Es ist hier laut, weil hier so viele Leute sind, die alle für Vielfalt in der Landwirtschaft kämpfen. Ich habe gehört, Ihr Beitrag dazu ist kein geringer. Ja, Vielfalt ist sehr wichtig, einmal für den Verbraucher, um den Genuss verschiedener Kulturpflanzen mit den Sorten der Herkunft und Böden auch essen, also genießen zu dürfen, die Wahlfreiheit zu haben und letztendlich nicht von irgendein paar Sorten nur die Konzerne anbieten, uns diktieren. Wichtig ist auch für Landwirte, dass wir da unabhängiger sein können und praktisch unser Potenzial auch ausschöpfen können, dass wir nicht so austauschbar sind, also die Preise nicht runtergehandelt werden können. Dann können wir aber sagen, nein, zu dem niedrigen Preis verkaufen wir nicht, weil wir haben hier besondere Sachen, die sind es wert, zu einem guten Preis, fairen Preis zu verkaufen. Diese Kombination ist wichtig, das ist in der Vergangenheit, in der kürzeren Vergangenheit mehr verloren gegangen. Früher war es mehr üblich und ich denke, das soll man auch in der Zukunft wieder mit einhandeln, dass wir viele Sorten zur Verfügung haben, die wir anbauen können, ausprobieren können und unabhängig entscheiden, wie der Verbraucher es wünscht, wie unser Boden es hergibt und das schafft einfach mehr Reichtum wieder für viele Menschen und nicht nur für Konzerne und das ist für uns ganz wichtig.